Und da sind wir wieder, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Wir sind im Kolosseum angekommen und wir sollen wieder in die Mitte und unseren Garten verteidigen. 5 Millionen Angreifer hier überall. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Bepflanze einen Garten, locke den Vampir heraus. Na, das mache ich doch mit Freuden. Also ich weiß nicht, Rosi mag ich nicht. Kaktier ist wirklich das, was mir wirklich am meisten zusagt. Vom Kampfstil halt auch her. Deswegen spiele ich wohl eher meistens mit der Kaktier. Ich mag die Kaktier. So, wir werden so ein bisschen Defense im Hintergrund halten. Eine Heilblume kann man mitnehmen, aber nicht hier hin, sondern... Na, wobei doch, da müsste sie eigentlich schon hin. Ist doch egal. So, nächste Welle in 30 Sekunden. Leider kann man das nicht sofort starten, das ist schade. Oder kann man sofort starten? Ne, kann man leider nicht. Das ist ärgerlich. Na gut, dann versuchen wir einfach mal unser Bestes dann gleich zu geben. Ich denke, hier hinten werden auch noch welche. Überall kommen die rein. Ich meine, es gibt 5 Millionen Eingänge bei so einem Kolosseum. Das ist schon echt fies. Aber. Lol. Boah, wie krass sich das anhört. Wie Glas das splittert. Das gefällt mir. Okay, wie können wir uns dazwischen stellen, dass die Gegner nicht angreifen können? Bing, bing, bing. Ich denke, ich werde es eh nicht verhindern können. Guck mal hier, gerade diese kleinen Lutscher. Mit ihrer MG. Huch. Das habe ich ja auch ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Ja, gerade die, weißt du, sind richtig fies, die Gegner. Die hatte ich mit Rosi extreme Probleme, weil die wirklich sehr viel Schaden machen. Eine extrem hohe Schussfrequenz haben und einfach nur nerven. Der Garten, wenn der Garten schaut, ich kann es alleine eh nicht mehr deffen. Das ist allein sehr, sehr schwierig. Deswegen ist mir das auch kein Problem, wenn der mal Schaden bekommt. Perfekte Welle hin oder her. Das werde ich später mal bei einem anderen. Ah, du schon wieder. Kann er mich verbrennen? Brühe ich? Ich brühe wirklich. Ich verbrenne gerade. Ja, nur Witz, das ist im Einzelspieler fast nicht zu schaffen, glaube ich. Gerade diese Pisser hier, weißt du? Boah, Leute, ist das euer Ernst? Wo kommen denn die alle her? Wo schießen die denn? Ich habe das Gefühl, die kommen gerade von oben schießen. Oh, Junge, bist du fertig? Warum habe ich eigentlich keine Pflanzen? Ich werde mir Pflanzen ziehen müssen. Alter, ich brauche dringend eine Heilung. Holy shit, ey. Ah, der verbrennt mich die ganze Zeit. Das ist nicht gut. Wir werden mal ein paar mehr Pflanzen ziehen. Ich hoffe mal, sie werden sich nur auf mich konzentrieren. Und meine Pflanze in Ruhe lassen, weil hier ist nämlich schon wieder einer tot. Das ist nicht gut. Ich hoffe, hier kommen wirklich nicht viele Runden, weil ich weiß nicht, ob der Garten so lange überleben kann. Um mich habe ich jetzt nicht so Sorgen, aber um den Garten eher so ein bisschen. Ah, die gehen also. Vor allem diese, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wieder nur eine Runde, die mich so mega anpisst. Eigentlich sind sie von hier hinten kommen, ne? Okay, alles klar. Aber ein bisschen übertreiben, wa? Kann ja nie genug übertreiben, du kleiner Lutscher. Nein, lass mal eine Pflanze in Ruhe, du Zombie, Vampir. Nicht Zombie, Vampir. Katafimino OP. Da hinten ist einer. Da ist, glaube ich, jemand in die Kartoffelmine reingelaufen. Ja, also perfekte Welle muss ich vielleicht mal ein paar einfache Missionen machen, damit ich die aus dem Nix rauskriege. Lass meine Dings in Ruhe, bist du irre? Boah, Alter, ich muss sagen, die Jade-Kaktier, holy shit, die ist so krass, ohne Witz. Ich liebe sie. Oh, was haben wir da? Hi. Oh, oh. Ich muss sagen, sehr gute Investition. Lass meine Pflanze in Ruhe, du Doofkopf. Ich mag keine Ranger, die so extrem krass stark sind. Halt diese kleinen Mistviecher. Schön AOE-Schaden verursachen.
Da ist noch einer. Dadurch kann ich die ganze Zeit auf den Boden ballern und die kriegen halt auch eh Schaden dadurch ab. Vor allem. Oh, Level 2 nass. Vor allem, sie heilen sich jetzt mal, wenn sie mich angreifen, weil sie Vampire sind. Na komm. Du willst doch auch. Du auch. Lieber mich als den Garten. Komm, ich regeneriere ja sowieso. Irgendwo hier ist noch ein Gegner. Oh, ich komme. Oh, wow, es kommen da noch viele. Holy shit. Diese kleinen Mistgurken, ey. Holy shit. Kann ich meinen Schaden an die alle verursachen? Das ist so heftig, Mann. Alter. Boah, ich glaube, ich brauche ein paar Heilblumen, ey. Vor allem alle Pflanzen zerstört. Alle. Ist das krank. Da kommen so viele Gegner jedes Mal. Ach, halt den Mund und hol mir jetzt einfach den Baron dran, ey. Das gibt's doch nicht. Auftragsboss-Welle. Da hinten ist der Baron. Ich kann ein bisschen leben. Okay, braucht nicht mehr. Der Baron kommt, meine lieben Freunde. Hi, ich sehe dich, Kollege. Und ich merke, ihr macht mir sehr viel Schaden. Wo kommst du denn? Ah, das gibt's doch nicht, ey. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ey, wie soll ich gegen so viele allein gewinnen, Mann? Holy shit. Ja, okay. Alter, das ist doch lächerlich, Leute. Ohne Witz. Was ist denn da los, ey? Wie soll man das denn alleine gewinnen? Ohne Scheiß jetzt. Wenn so Millionen von diesen kleinen, dreckigen Bastarden mich angreifen. Vor allem die Garten interessiert die anscheinend gar nicht. Zerstört man den. Vor allem die brennen mich, das nervt mich. Holy shit. Bin ja schon wieder tot übrigens, ja. Ich brenne immer noch. Und tot. Alter, das ist so krass, Mann! Holy shit, ey. Hör auf damit, Mann. Bist du behindert? Warum ist er nicht der Einzige? Da kommen jetzt noch alle mehr. Es kommen noch viel, viel mehr nach. Ich hätte in der Zeit den locker schon besiegen müssen, sonst, ja, verliere ich halt. Ohne Scheiß, das Spiel ist so witzlos. Gib mir wieder genauso auf den Sack. Nein, lass mich, lass mich! Vor allem die Garten, sie geht einfach runter und ich kann nichts machen, das ist so witzig. Vor allem, er verliert auch kein Leben mehr. Der Typ verliert kein Leben mehr, er greift mich die ganze Zeit an und kriegt Leben wieder. Das nervt mich einfach so krass, Mann. Ey, wenn das nicht die letzte Welle ist, dann ist echt scheiße mit dem Spiel. Hat er mich erschrocken! Alter, ich hasse dich, Mann. Bist du behindert? Warum hat er mich so erschrocken? Och, Mann, hör auf damit jetzt! Jetzt reicht's, ey! Macht keinen Spaß mehr so. Warum soll man das alleine schaffen? Wenn ihr mir jedes Mal 25 Schaden abziehen, holy shit. Vor allem, er ist ja nicht alleine mehr, der Typ. Der ist immer mit einem anderen dabei. Ich muss mal zu meiner Heilpflanze, wenn ich dann überhaupt noch hinkomme. Ich habe meine Pflanze schon getötet. Wer weiß das schon. Oh, Junge, es reicht! Was ist denn verkehrt mit dir, Alter? Ihr versteht, guckt mir, wie viele Leute noch nachkommen. Was soll denn das? Wo ist meine verfickte Pflanze hin? Er kriegt immer wieder immer Leben wieder. Oh, jetzt kommt da auch noch einer. Ey, Leute, das macht echt keinen Spaß mehr, Alter. Ohne Witz. Was soll denn das? Bin schon wieder tot. Und es kommen halt unendlich neue nach. Was ist denn das für eine dreckige Scheiße, ey? Ich verstehe das einfach nicht. Garten ist gleich down.
5 Millionen neue Gegner hier jedes Mal überall wieder. Ich bin gleich wieder tot. Ey, was ist denn das für eine dreckige Scheiße? Okay, da kommt gleich wieder hier. Da ist er ja wieder. Hör mal auf damit jetzt. Was ist denn los mit dir? Er vermint mich schon wieder irgendwas. Er kriegt 150 Leben wieder, wenn er mich angreift. Was ist denn mit dem los? Alleine schaue ich mich da nicht weiter und... Ich weiß gar nicht, ob ich das mit anderen zusammen machen kann oder ob man das alleine schaffen muss. Ey, das ist ja total dämlich, ey. Ja, was ist denn das für eine Scheiße, Leute? Macht so ja überhaupt gar keinen Spaß. Schade. Also, Pflanzen sind Geschichte. Jetzt, wo ich eine tolle Pflanze habe, dann muss ich jetzt den Zombie suchen. Na gut. Aber wenn die Entwickler so dumm sind im Kopf und so eine zu überstarken Zombies machen, dann werde ich gleich mal jemanden schreiben. So, mal Julia geschrieben, wann die soweit ist mit den, mit diesen Missionen, dass wir die dann zusammen machen werden. Ist ja wirklich lächerlich ohne Ende, ohne Scheiß. Finde ich nicht gut, finde ich wirklich nicht gut. Man sollte Spiele auch alleine durchspielen können und nicht jedes Mal diesen Internet-Scheiß, mich nervt allein schon, dass man das Spiel wirklich nicht ohne Internet spielen kann. Ist ja schlimm genug. Aber ich habe so eine schöne Jade-Kaktee, ich habe keinen Bock jetzt in die Zombie-Suche zu wechseln. Die Zombies sind schwul und scheiße. Hm. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, zu den Zombies rüberzugehen. Zombies sind scheiße. Ich mag keine Zombies. Ich mag die Jade-Charaktere, die ist ziemlich gut. Ja, also theoretisch kann ich jetzt Zombies weiter abschießen, oder? Wir machen erstmal kurz Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Muss ich dummerweise zu den Zombies wechseln. Ach, ist doch scheiße, ey. Nee, da hat das Spiel ziemlich an Spaß gerade verloren, muss ich zugeben. Ich will nicht mit den Zombies spielen. Es gibt einen Grund, warum ich die ganze Zeit Pflanzen nehme. Naja. Na gut, okay, dann würde ich sagen, mach mal kurz Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Von Pflanzen gegen Zombies 2. Ciao. Garden Warfare 2. Ciao.